Herzlich willkommen, liebe Simulationsfreunde und Freundinnen, ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ja, es geht weiter mit WRC von EA Sports und wir werden heute weiter an unserer Karriere arbeiten. Ich würde sagen, let's go, wir steigen mal da rein. So Leute, ihr wisst, wir sind fleißig dabei, unsere Karriere voranzutreiben und ja, ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal, dass wir die nächste ein oder zwei Etappen mal abschließen und schauen, dass wir da auch möglichst ein paar Punkte auf unser Punktekonto gut schreiben können, Leute. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich würde sagen, wir sind startklar. Ihr erinnert euch, wir sind mittendrin im Lauf. Das heißt, wenn wir reinspringen, sollte er auch direkt in die nächste Etappe starten. Wir gucken mal. Dem sollte aber so sein. Ja, ich bin motiviert, ich habe Bock, ich bin fit. Auf geht's, Leute. Ihr müsst mit mir, wie gesagt, ihr seht, er springt direkt rein. Leute, ihr drückt mir die Daumen bitte, ja. Wir legen direkt los und wir gucken, dass wir hier ein paar Punkte reißen. Auf geht's. Gucken wir mal, wie es heute läuft. Meine Erkältung ist ein bisschen besser geworden. Ich fühle mich besser. Bin ich sehr, sehr froh drum. Ich bin es wirklich so leid. Ihr wisst wahrscheinlich alle selbst, Erkältungen können so nervig sein. Einfach links schneiden. Deswegen bin ich sehr froh, dass es mir jetzt ein bisschen besser geht. Es ist immer noch nicht weg, also die Nase läuft noch, ich muss immer noch husten, ich habe immer noch einen rauen Hals, ja, kratzige Stimme, aber es ist schon wesentlich besser geworden, Leute. Ja, ups. So. Mitte links. Deswegen hoffe ich mal, dass ich jetzt auch wieder einigermaßen vernünftig für euch die Videos aufnehmen kann. Na, dann, das ist natürlich ganz wichtig. Ja, Leute, vielen Dank übrigens an der Stelle auch für alle, die sich unserem Club hier im WRC mittlerweile schon angeschlossen haben und auch ihr Bestes zu unserer Club Championship abgegeben haben. Ja, also es liegen schon Ergebnisse vor und ich habe schon gesehen, ja, ihr habt mich natürlich abgezogen, ne, aber keine Sorge. Daran arbeiten wir noch. Ne? Das ist ja, wie gesagt, nur die allererste Club-Challenge. Es wird immer eine Club-Challenge geben. Ja? Die ist auch nur deswegen so lang angesetzt, weil wir ja erstmal Mitglieder brauchen, Leute. Ja, und dann gibt es die natürlich wesentlich abwechslungsreicher und in viel kürzeren Zeitabständen. Ja, das ist ganz, ganz klar. Da kann ich euch beruhigen. Ja, das war ja alles erstmal zum Aufbau. Aber super, dass ihr da wirklich aktiv daran teilnehmt und dass euch das Spaß macht. Freut mich total. Deswegen wird es da regelmäßig Club-Channels geben und ich werde natürlich persönlich auch immer meine eigene, meinen eigenen Anteil zum Besten geben und meine Zeiten da fahren, ja? Für euch, gegen euch. So, dazu haben wir ja eine eigene Playlist hier angelegt, habt ihr ja schon gesehen, ne? Und da kriegt ihr dann auch meine Zeiten. Ich werde das so ein bisschen anders machen, und zwar fahre ich dann am Schluss, damit wir das auch direkt die Videos machen können mit dem Gewinner und so weiter, ja? Das ist, glaube ich, sinnvoller. Deswegen, wie gesagt, das war oder ist die erste Club-Challenge. Deswegen da bitte noch ein bisschen Verständnis, wenn wir zukünftig alles wesentlich besser regeln. Ja, auf jeden Fall super, dass ihr dabei seid. Auch jetzt noch, wer Bock hat, sich dem Ganzen nur anzuschließen, klickt einfach auf den Link zu unserem Club. Ja, könnt ihr einfach beitreten und dann könnt ihr die Club-Challenge, Community-Challenge, wie immer wir es nennen mögen, gerne fahren. Und ihr seid ganz herzlich willkommen, je mehr mitmachen. Umso besser ist das natürlich, ne? Ganz klar, dann wird es auch interessanter. Richtig gut, Leute. Einfach links. Einfach links. So, und ich versuche erstmal wieder ein bisschen Gefühl zu kriegen hier für das Ganze. Ja, ich sehe es, das ist gerade ganz viel. Genau, also entweder du fliegst ganz weg. Genau. Dann bist du wenigstens aus dem Weg. Mitte links. Und einfach rechts. Aber nicht so aufgeklappt. Das ist natürlich übel, ne? So. Einfach links. Ja, Leute, also nach wie vor, ich bin total begeistert von diesem WRC, ne? Wenn ich mir so die Aufrufe und die ganze Beteiligung von euch an den Videos zu WRC sehe, dann sehe ich, dass es
bei euch genauso aussieht, ja. Das ist ein fantastisches Spiel. Und wie gesagt, auch die Leute unter euch, die wie ich einfach nur ganz normale Spieler und Fahrer sind und nicht zu den Profis gehören, bitte scheut euch nicht mitzumachen, ja. Niemand muss hier ein Profi sein. Ihr seht, auch ich fahre alles andere als die besten Zeiten ein. Das macht überhaupt nichts, deswegen kann man genauso viel Spaß haben und Bock haben und sich aktiv an dem Ganzen beteiligen. Also bitte nicht scheuen, nicht denken, ihr seid nicht gut genug. Völliger Unsinn. Sowas gibt es bei uns nicht, nicht in meiner Community. Jeder ist herzlich willkommen und jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Scharf rechts in Brücke. Scharf rechts. Jawohl. Einfach rechts. Einfach rechts gehen. Gut. Ja, hier geht es konstant ein bisschen bergauf. Schauen wir mal. Einfach links. Ja. Mitte links. Ja. Einfach links. Langsam. Langsam, ja. Mitte rechts. Ah, okay. Und einfach links. Wird enger. Ja, und einfach links. Über kleinen Sprung. Langsam. Kehre links. Ups. Boah. Kuppe. Scharf ja. Rechts. Scharf rechts. Und einfach scharf links. Rechts. Wir gehen auch schon in den letzten Abschnitt rein. Das ist gar nicht so lange. Diese Etappe hier. Na komm. Komm in Wallung. Gib Gummi. Das kostet doch Zeit, Mensch. Ja, geht's ganz schön hoch, ne? Also die ganze Zeit hier bergauf. Fast konstant. Fast. Oh, das schöne Auto. Das schöne Wagen, Leute. Und Mitte rechts. Macht auf, einfach. Kleiner Sprung. Kleiner Sprung. Langsam. Kehre links. Jawohl. Einfach nicht einfach. Mitte rechts. Mitte rechts. Ja, Leute, also wie gesagt, bitte an der Stelle auch nochmal der Hinweis. Wenn ihr mehr davon haben möchtet, wenn euch das Ganze gefällt, bitte lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und der YouTube-Algorithmus auch, ne, denn der bringt mich damit weiter nach vorne. Das heißt, damit unterstützt ihr mich als ganz kleinen Content Creator sehr. Und es kostet euch einfach nur ein paar Mausklicks. Ja, vielen Dank an der Stelle dafür. Das ist für uns kleine Content Creator tatsächlich ganz, ganz wichtig, ja, diese Klicks. Likes, Abos und sehr gerne auch kommentieren, ja. Da freuen wir uns immer sehr darüber. Bitte macht das an der Stelle. Damit stellt ihr nämlich auch sicher, dass ihr weiterhin mit diesem ganzen Content von mir versorgt werdet. Ja, vielen Dank dafür. So, wir sind auch schon fast am Ziel angekommen in dieser Etappe, wie ich sehe. Ist ja gar nicht mehr so weit. Ja. Scharf rechts. Okay. Machen wir. Mitte links, leicht schneiden. Ja. Mitte links und Mitte rechts. Okay, das ist eine Zeit von 7 Minuten 44,3. Ja, scheint mir nicht so prickelnd. Wir fahren jetzt erstmal zum Marshall und gucken mal. Sehr gute Marshall. Meins. So, wie schaut's aus? Lass mal was sehen. Uiuiui, guckt euch mal unser Auto an, Leute. Sieht jetzt nicht mehr so toll aus. Ich schau mal ganz kurz in die Kaffeetasse. Reifen, guck mal am Ende. Okay. So. 40. Ja, doch, okay. Ich hätte jetzt gedacht, unsere Zeit ist schlechter. Im Vergleich zu den anderen. Aber. Boah, das, der Wagen. Leute, guckt euch den Wagen an. Nee. Ja, das ist eine Katastrophe, Leute. Wir gucken mal weiter. So.
Okay, das heißt, das Championship ist abgeschlossen. Ah ne, Neustart. Okay. Event abschließen. Doch, tatsächlich. Wir sind durch, Leute. Tolle Arbeit beim Hospitality-Event des Herstellers. Max war sehr zufrieden mit unserer Leistung. Es freut Max immer, bei diesen Events Beziehungen zu den Herstellern aufbauen zu können. Okay. Das ist gut. 25.000 Credits, Championship Event. So, unser Sponsor-Status ist ein bisschen gestiegen. Ich glaube, das ist auch alles in Ordnung. Beziehung, jawohl, nochmal Ziel erreicht. Das ist sehr gut. Untergeordnetes Okay, Ziel. dank dir sind wir in einer guten Position. Max ist zufrieden und das Team läuft wie Klingt gut, geschmiert. oder? Wenn wir jetzt noch unsere Ziele erreichen, winkt uns sicher eine Erhöhung des Budgets. Bestimmt. Dann gehen wir doch mal. Wir gucken mal. Sponsor. Innerhalb deines wöchentlichen Budgets. Ja, okay. Jetzt sind keine Ingenieure, keine verfügbar. Ist das hier für ein Käse? Jetzt alle, ey. Okay. Da war nur. Ja, dann gehen wir doch einfach weiter auf unserem Kalender. Ne? Übrigens, es gab ja einen großen Patch, ne? 1.3, glaube ich, hier für WRC. Wo sich auch ganz viel getan hat. Es wurden wohl über 200 Bugs behoben. Ne? So, das haben wir abgeschlossen. Wie wir sehen hier, Vierter der Beste. Angestellte rasten lassen. Was das ist denn hier? Okay. Anmeldung offen. Rallye Schweden. Clean Fuels for All. Fahrzeug benötigt. Werde Zweiter oder Bester. Was ist denn das hier? Rallye Schweden. Teams W. Team ausruhen lassen. Rallye Schweden. Okay. Ja. Ich schau mal. Was ist denn das hier? Anmeldung offen. Ja, wir haben ja noch keinen. Müssen wir so machen. Aber auf jeden Fall nehmen wir natürlich gerne daran teil. Also ich bin tatsächlich eh so ein Spieler, ich versuche da Hallo, ich immer bin alles Nina mitzunehmen, was Fadimas geht und irgendwie, willkommen ja. zur Eröffnungsrunde der FIA World Rally Championship. Wir melden uns Genau. von der gefrorenen und wunderbaren Rally Sweden. Die Etappen sind schnell fließend und von tiefem Schnee bedeckt, sodass die Crews all ihre Präzision und Mut an den Tag Oh legen ja. müssen, um hier an die Spitze zu gelangen. Es sieht so aus, als ob die Reifenwahl in dieser Woche schwierig sein wird, denn die Warum? Wetterbedingungen scheinen nicht sehr beständig zu sein. Kommen wir Okay. nun zur Gesamtwertung. Nachdem dies das erste Event ist, haben wir für diese Championship noch eine leere Tabelle. Ich bin aber sicher, dass alle Teams ihre Chance nutzen und Ja, wir einige gehen Crew. einfach mal auf weiter, denn wir wollen Zeit für die fahren. rasante Rallye Sweden. Dieses Event ist irre. Du wirst auf den meisten Etappen volles Tempo geben können. Also. Und schon geht's los mit der ersten Etappe des Da Events ist für unser diese Prachtstück Crew. und ich würde Ein sagen, bisschen Leute, Reifen, ihr ein drückt bisschen die Action Daumen und die Crew wird und versuchen. ich starte direkt mal rein und gucke, was ich auf die Strecke kriege. Was haltet ihr davon? So machen wir das. Auf geht's, Leute. Ich mache mal mein Licht an. Ich würde sagen, wir legen los. 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, auf geht's. Wir holen einfach auf rechts. die Strecke, Leute. So. Und leicht links. Ja, gleich Kleiner Sturm. links. Kuppe. Einfach rechts überspringen. Komm. Kuppe. Einfach links. Mach zu, bitte. Okay. Mach zu, jawohl. Mach zu. Kuppe. Einfach rechts. Mach zu, bitte. Ja. Leicht rechts. Ja, Rallye Bitte links Schweden überholen. ist schon ein bisschen Kuppe. was anderes, ne? Also wie gesagt, Schnee und Eis, klar, kennen wir. Muss man ein bisschen anders fahren. Mitte rechts. Bitte links überholen. Ei! Au, mein Auto. Mein Wagen. Ups. Das kostet wieder Geld, das alles zu reparieren. Oh je, Leute. Nee, Mitte nee, nee. links. Einfach
links. Ja, weg mit dir. Du hast auch nicht in der Motor einfach mit. Rechts über Kuppel. Leicht rechts. Hast natürlich, ja. Rechts. Kuppel. Kuppel. Ja. Mitte links. Kuppel. Einfach rechts. Langsam. Scharf rechts. Eieiei. Und Welle. Und Welle, jawohl, mach mal keine Welle. Einfach links. Eine Güte. In Senke, Mitte links übersprungen. Und einfach links, einfach rechts übersprungen, nicht schneiden. Ja, irgendwas einfach stimmt links. Tatsächlich nicht. Ich kann irgendwie gerade fast nicht mehr geradeaus fahren. Mitte links über Kuppe und einfach rechts. Kommt wahrscheinlich von dem Überschleifen links her. Über Kuppe. In einfach rechts, in leicht links. In einfach rechts. Ja. Und Mitte rechts. Ihr seht das ja, dann merkt das ja vielleicht selbst irgendwie. Also irgendwas stimmt mit dem Wagen nicht mehr. Der ist nicht mehr zu fahren. Das ist natürlich Mist. Wir machen einen Neustart, Leute. So leid es mir tut. Ja, der ist nicht mehr. Du kannst nicht mehr geradeaus fahren mit dem Wagen. Ist tatsächlich so. Irgendetwas hat es da zerrissen. Aufhängung. Achse. 4, 3, 2, 1. Kann es euch tatsächlich nicht sagen. Aber irgendetwas hat es zerdeppert bei unserem Überschlag. Aufhängung, irgendwas war im Eimer. Nee, weil so sieht das nämlich ganz anders aus. Da kann man wenigstens geradeaus fahren. Das war mit dem Wagen nicht mehr möglich. Ich weiß nicht, was kaputt war, aber irgendetwas war kaputt. Ah! Okay, Kuppe. Diese Richtung. Einfach rechts. Einfach rechts. Mittel, leicht rechts. Noch haben wir unsere Motorhaube auch drauf. Mitte links über Kuppe. Kuppe. Jawohl. Mitte rechts. Mitte links über Kuppe. Okay. Nein. Alter Schwede, ist das hier? Ist das rutschig? Mitte rechts. Mitte links. Jawohl. Einfach links über Kuppe. Machen wir. Einfach rechts über Kuppe. Leicht links. Einfach rechts. Kuppe. Kuppe. Okay. Mitte links. Kuppe. Einfach rechts. Langsam. Langsam. Scharf rechts. Es ist sowas von rutschig, Leute. Und Welle. Boah, das ist krass. Das ist richtig krass. Einfach links. In Senke. Ja? Mitte links übersprungen. Und einfach links. Einfach rechts übersprungen. Nicht okay. Schneiden. Jawohl, einfach schneiden. Links. Ah, irgendwas ist da. Danke, Leute. Boah, die ist nicht ohne, ne? Also ich habe vornherein schon mal gesagt, Schnee- und Eisstrecken sind so überhaupt nicht meins. Umso mehr bin ich tatsächlich positiv überrascht hier in dem neuen WRC, dass es hier einigermaßen geht. Also. Boah. Ich fand jetzt tatsächlich auch diesen Überschlag wieder so übertrieben schnell. Also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe da jetzt überhaupt nicht gesehen, das mir erklären würde, dass hier ein Überschlag passiert, ja? Okay, vielleicht war es tatsächlich ein bisschen übertrieben in der Physik, aber wir wissen es nicht. Vielleicht war es auch tatsächlich angebracht. Man weiß es nicht. Ich fand es ein bisschen übertrieben an der Stelle. Einfach rechts, nicht schneiden und scharf links. Du kommst mit der einen Seite ein bisschen auf was Hohes und dann kommt doch nicht gleich so ein Santo, bitte oder? Rechts. Einfach links. Man weiß es nicht. Lasst mir gerne auch mal eure Meinung dazu da. Sehr, sehr gerne. Bitte rechts. Kuppe. Und leicht rechts. Okay, also Leute, wie
nochmal auf das zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe. Ihr seht selbst, ihr müsst hier nicht der weltbeste Fahrer sein. Und daran teilzunehmen. Auch wenn man so fährt wie ich, kann man daran teilnehmen. Also bitte nicht scheuen, ja. Tragt euch ein, tretet unserem Club bei und nehmt an unseren Community- und Club-Challenges bei, die es ab sofort immer geben wird, ja. Bitte nicht zurückhalten, Leute. Links. Ja. Einfach rechts. Einfach rechts. Und einfach links. Mach zu, bitte. Kuppe. Und scharf rechts. Rechts. In scharf links. Okay. Oh, ganz schön viele Zuschauer hier. Einfach rechts. Einfach mal rechts, jawohl. Einfach rechts und einfach links. Mittel rechts. Scharf links. Mittel links. Okay. Oh mein Gott, das scharf ist ja rechts. Wirklich eine anstrengende Etappe hier. Oder ich bin einfach zu doof dafür, links. Keine Ahnung. Krass, 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 oder? Aber wie schon gesagt, Schnee und Eis ist so gar nicht das meine. Mach zu, einfach, Kuppe. Überhaupt nicht, kann ich nicht mit anfangen. Achtung, großer Sprung. Nichtsdestotrotz müssen wir die fahren, ne? Ist halt so, leicht klar. Rechts. Kuppe. Mitte rechts. Ja? Leicht links. Leicht links. Mitte. Leicht rechts. Kuppe. Ja. Mitte links. Mach zu, scharf, umballen, Kuppe. Ja. Nein. Einfach rechts über Kuppe. Ja. Mitte links. Jawohl, Mitte links. Wie soll es sein? Aus rechts und vorbei, nicht wie du wirst. Bitte links und Brücke. Scharf rechts. Scharf rechts, okay. Ja. Einfach links, überziehen. In einfach rechts bis Stopp. Okay, das ist deine Zeit von 6 Minuten. 28,3. Schauen wir mal. Fand ich echt. Boah, anstrengend, denn die Etappe, aber hat nicht viel zu bedeuten. Okay, Leute, wir schauen mal. Ja, guckt euch den Wagen an. Sieht jetzt nicht sonderlich gut aus, ne? Aber, wir haben es geschafft. Wir haben die Etappe überstanden. Und ja, ihr Lieben, also, wir haben wieder zwei Etappen abgeschlossen in dieser Episode. Das war natürlich ein bisschen schwierig, also gerade hier die auf Schnee und Eis, die war so gar nicht meine, habt ihr ja selbst erlebt, selbst gesehen, ja. Entschuldigt Leute, aber es wird schon wieder viel besser. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid, ja, dass ihr da eingeschaltet habt. Bitte lasst mir ein Like und gerne ein Abo da und kommentiert auch gerne unter dem Video. Ansonsten hoffe ich einfach, dass wir uns in der nächsten Episode, wenn wir die nächsten Etappen abschließen und unsere Karriere weiter vorantreiben, einfach wieder sehen. Und wie gesagt, tretet gerne unserem Club bei, nehmt an unseren Challenge teil. Ja, jeder ist ganz herzlich willkommen. Bis dahin, ciao, ciao.